wechselt Sebastian Andersson zu Schalke 04. Außerdem spreche ich über einen Konkurrenten von uns, nämlich über Hertha BSC. Und ich spreche über eine mögliche Ausgliederung von Schalke 04 und das im Rahmen einer Genossenschaft. Und damit herzlich willkommen zu diesem neuen Video und zu diesem neuen Schalke-Update. Und ja, Glück auf und viel Spaß dabei. Wechselt Sebastian Andersson zu Schalke 04. Sebastian Andersson ist 28, Stürmer und ist im Moment angestellt bei Union Berlin. Er hat eine Ausstiegsklausel im mittleren einstelligen Millionenbereich. Er wird aktuell auch von anderen Vereinen umworben, hauptsächlich aus der Premier League, aber auch zum Beispiel von Celtic Glasgow. Fakt ist jedenfalls, er hat eine Ausstiegsklausel, er kann relativ problemfrei gekauft werden. Relativ problemfrei bedeutet, Schalke hat keine Kohle. Was müssen wir also im Gegenzug tun? Wir müssen andere Spieler verkaufen. Und somit bin ich auch schon fast beim nächsten Thema angelangt. Es gibt jetzt auch noch eine Spekulation über Weston McKennie, dass Weston McKennie an Hertha BSC verkauft werden soll. Ob das tatsächlich, ob da wirklich was dran ist, das wage ich eigentlich mal zu bezweifeln. Das Gerücht über Sebastian Andersson, das habe ich eben auch gefunden im Kicker. Der Kicker ist ja immer sehr gut informiert und posaunt solche Nachrichten eigentlich nicht raus, wenn da nichts dran ist. Bei Weston McKennie bin ich mir da allerdings nicht so sicher. Fakt ist jedenfalls, Hertha BSC hat jetzt nochmal 150 Millionen Euro zur Verfügung gestellt bekommen von seinem Investor Lars Windhorst. So, findige Beobachter werden jetzt sagen, 150 Millionen Euro nochmal von Lars Windhorst, wie denn das? Letztendlich ist das Problem ja bei Hertha BSC, Hertha BSC hat schon 49,9% seiner Anteile der Kommanditgesellschaft auf Aktien verkauft gehabt an Lars Windhorst. Insofern hätte es eigentlich nicht mehr möglich sein können, da noch was draufzusetzen. Jetzt ist es aber de facto so, Lars Windhorst besitzt jetzt 66,6% der Anteile der Kommanditgesellschaft auf Aktien. Hertha BSC ist 150 Millionen Euro reicher. Und jetzt fragt ihr zu Recht, wie geht das? Wir haben ja eine 50+1-Regelung in Deutschland. Das heißt, 50% plus eine Aktie muss beim Verein eben bleiben, damit der Verein eben der Hausherr bleibt in der jeweils ausgegliederten Gesellschaft. So, bei Hertha ist es jetzt so, dass 66,6% sind, aber Hertha bleibt zu 100% die Instanz, die wirklich das Sagen hat, eben dadurch, dass Hertha eine Komplementärgesellschaft gegründet hat, die ausschließlich für die Geschäftsführung der Kommanditgesellschaft auf Aktien zuständig ist. Das heißt, diese Komplementärgesellschaft, die zu 100% dem Verein gehört, darf zu 100% die Geschäftsführung übernehmen für die Kommanditgesellschaft auf Aktien, die zu 66,6% Lars Windhorst gehört. Der Firma von Lars Windhorst. Jetzt gibt es natürlich zwei Seiten dieser Medaille. Zum einen ist Hertha nochmal um 150 Millionen Euro reicher geworden, kann nochmal mehr Geld in die Hand nehmen. Hertha BSC war ja jetzt im Winter, haben die schon 77 Millionen Euro schon investiert in ihren Kader und da kann im Moment kein Verein wirklich mithalten. Also ist doch eigentlich eine kluge Sache. Die andere Seite der Medaille ist natürlich, 66,6% sind jetzt verkauft. Wenn Hertha BSC diese Anteile nochmal wieder zurückhaben möchte, was in der Vergangenheit übrigens auch schon mal passiert ist, Hertha BSC gehörte zu einem Teil übrigens mal KKR, das war ein Hedgefonds, ein ausländisches Unternehmen, dann muss Hertha BSC dafür Kohle in die Hand nehmen. Bei KKR war es so, dass sogar neue Schulden dafür gemacht worden sind, um KKR wieder rauszukaufen.
Schalke hingegen hat nach wie vor den Vorteil, dass Schalke eben zu 100% sich selbst gehört und dass Schalke immer noch zu 100% die Möglichkeit auch hat, theoretisch irgendwann zu verkaufen. Und damit sind wir gleich beim nächsten Thema. Und zwar Schalke will ja tatsächlich auch ausgliedern. Zumindest ist die Debatte ja von Clemens Tönnies angestoßen worden. Alexander Jobst hat gestern dazu gesagt auf der Pressekonferenz, dass aktuell keine Ausgliederungspläne da sind, weil man sich jetzt einfach darum kümmern will, den Verein wirklich zu sanieren. Das Handelsblatt, also eine große Zeitschrift, hat jetzt herausgefunden, dass Schalke dabei in Zukunft wahrscheinlich auf eine Genossenschaft setzen wird. Man hat also im Vorstand oder im Aufsichtsrat darüber nachgedacht, was könnte die Gesellschaftsform sein, die am besten zu Schalke 04 passt, und ist dann auf die Genossenschaft gekommen. So, was ist jetzt eine Genossenschaft? Eine Genossenschaft ist quasi eine Mischung aus Verein und Aktiengesellschaft. Einfach nur darum, um es vereinfacht darzustellen. Schalke 04 würde in dieser Genossenschaft Mitglieder haben. Und diese Mitglieder müssen sich allerdings jeweils reinkaufen in den Verein. Ja? Somit verdient Schalke 04 auch Geld in dem Moment, sobald die Mitglieder sich einkaufen. Ja? So, der Verein bekommt dadurch Geld und kann damit dann auch auf Spielersuche gehen, neue Investitionen tätigen, investieren in den Verein etc. pp. Jetzt kann man sich in einer Genossenschaft aber nicht die Stimmenmehrheit erkaufen. In einer Genossenschaft ist es so, dass egal, ob du einen Anteil, ob du 1000 Anteile oder 5 Millionen Anteile hast, es ist egal, du hast eine Stimme. Also ein deutlich sozialistischeres Modell, um das Wort mal zu benutzen, als alles andere, was wir bei anderen Vereinen sehen. Wie genau das bei Schalke aussehen soll, das ist überhaupt noch nicht geklärt. Ob vielleicht der gesamte Verein vielleicht zur Genossenschaft wird, ob nur die Profiabteilung ausgegliedert wird, all das steht jetzt aktuell gar nicht zur Debatte. Aktuell liegt das komplett auf Eis. Wir müssen erstmal schauen, dass wir finanziell wieder auf die Beine kommen, dass wir stabilisiert sind. Und so sagt es auch Alexander Jobst, der Verein wird sich erst dann mit konkreten Plan melden, sobald er welche hat. Nichtsdestotrotz, sehr interessant finde ich, ein sehr interessanter Ansatz auf jeden Fall. Wenn Schalke es jetzt also schaffen sollte, Anteile zu wirklich erschwingbaren Preisen rauszugeben, dann glaube ich, kann das ein gutes Modell sein. Wie das dann genau aussieht, das wissen wir alle noch nicht, aber zumindest wird somit eine Ausgliederung bei Schalke 04 deutlich wahrscheinlicher auch, weil so bleibt jeder dran beteiligt, so kann keiner die Stimmenmehrheit übernehmen, so geht die Angst ein wenig flöten, ob jemand die Macht in Anführungsstrichen tatsächlich bei Schalke übernimmt oder nicht.